Einen wunderschönen guten Tag zum zweiten Teil der Krake. Wie versprochen, machen wir oder ich oder alle zusammen oder wie auch immer den Krakenshop neu. Das habe ich ja gesagt, das hat mir überhaupt nicht gefallen und dementsprechend, so, ich heb mal alles hoch, wollte mal gucken, wie denn die Wege laufen, denn auch das gefiel mir überhaupt nicht. Ich bemühe mich mal nicht so laut zu sprechen, denn immer wieder fällt mir auf, dass mein Mikro ziemlich laut ist, wenn ich denn die Videos mir nochmal anschaue. Bitte dies zu entschuldigen. Ich habe das schon etwas niedriger, auch die Bässe ein bisschen rausgenommen, so dass es doch einigermaßen schaubar bleibt. Sollte es tatsächlich immer noch so sein, bitte ich dies zu entschuldigen. Ja, es freut mich. Ich habe positives Feedback tatsächlich über Facebook bekommen, dass die Videos gefallen. Das motiviert einen natürlich, das muss ich euch mal ganz ehrlich sagen, mehr davon zu machen, und ich habe da auch echt Bock zu. Und ja, dann könnt ihr euch echt freuen. Hab offscreen ein bisschen am Scream-Logo gearbeitet, tatsächlich, was mir ganz gut gelungen ist. Könnt ihr ja auf Facebook tatsächlich sehen in den Gruppen. Und wie gesagt, das ist hier der zweite Teil der Krake. Oh, und der gefällt mir doch tatsächlich sehr, sehr gut. Also ohne mich selbst loben zu wollen, aber das Endergebnis gefällt mir doch viel, viel besser als das, was dort als Shop zuerst stand. Nur habe ich auch endlich diese Kanonen wiedergefunden. Die waren tatsächlich, ich glaube, unter Wandartikel. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich nach Piraten gesucht. Dann war sie auf einmal wieder da. Das Ganze ist der Krakenshop natürlich. Und habe mir Bilder aus dem Internet angeschaut, wie denn der Krakenshop von innen ausschaut, so einigermaßen. Man kann es natürlich nicht immer alles eins zu eins umsetzen. Über die Toolkits würde es wahrscheinlich funktionieren. Aber ich möchte so wenig Toolkits wie möglich verwenden, denn dann lädt sich der Park einfach tot. Und das muss ja nicht sein. Da haben weder ihr noch ich Bock drauf. Genau. Was mir auffällt, die Mülltonne muss ich noch ändern. Und ich werde jetzt ja diese Kanonen jetzt hier einbauen, die auch hinten schön zu sind, sodass das dann gar nicht so dämlich aussieht von hinten. Ich mache die auch stationär. Was natürlich blöd ist, weil dann bleiben sie drin. Und eigentlich sollen sie ja draußen sein. Das heißt, man muss sie wieder anstellen. Ah, das ist natürlich nicht so toll. So, hier versuche ich die Wege wieder zu finden und stecke mir die dann jetzt quasi mit diesen Stangen, das sieht erstmal blöd aus, ab. Das Ganze hat die Bewandtnis, dass die, wenn der Park dann irgendwann mal auf ist, dass die ganzen Plankos dort nicht durchlatschen. Es ist ja dann so, dass sie durch sämtliche Gegenstände durchlatschen, wenn sie mitten auf dem Weg stehen. Nun, ich verstecke die Wege ja immer eigentlich ganz gut. Nachteil daran, wenn du dann sowas baust wie jetzt hier, muss man halt darauf achten, dass sie nicht direkt unterm oder auf einem Weg stehen, damit die Leute da durchlatschen. Dementsprechend markiere ich mir das dann immer. Man könnte natürlich den Boden auch später setzen, habe ich aber jetzt hier nicht. Also von daher, hier kommt der Tresen hin, wo man sich die netten Krakenfotos abholen kann, die man, wie man dort quasi fotografiert wird, wenn man ins Krakenmaul fährt. Man hätte jetzt im Internet, gibt es Millionen von Fotos, von den Krakenfotos. Die hätte ich natürlich dort jetzt alle einfügen können, habe ich aber nicht. Das kann dann, glaube ich, jeder selber individuell für sich gestalten, denn umso mehr Fotos man einfügt und umso, das muss ja alles verarbeitet werden, und der Park laggt jetzt schon ziemlich dolle. Dementsprechend habe ich auf die Fotos von Planet Coaster zurückgegriffen. Aber das kann ja jeder individuell, wenn ich den Park dann irgendwann online stelle, sollte er denn tatsächlich auch mal irgendwann fertig werden, kann das ja jeder für sich individuell gestalten und dort Fotos einfügen. Ne? Da hat ja jeder die Freiheit dazu. So, jetzt ging es darum, die Verkaufsregale ein bisschen zu bestücken mit Sachen, die man kaufen kann. Kleine Artikel zu finden, ist ja einmal gar nicht so einfach in Planet Coaster. Auch davor gibt es natürlich Toolkits,
Aber aus schon vorher besprochenen Gründen möchte ich diese eigentlich ungern verwenden. Jetzt kann man bei der Krake halt Kürbisse kaufen. Warum eigentlich nicht? Hört man ja öfter, hast du schon den neuesten Kürbis der Krake gekauft. Auch ein Ledergesicht, warum nicht? Kann man immer gebrauchen, nur erhältlich hier bei der Krake. Ein paar gruselige Vorhänge, warum auch das nicht? Macht Sinn. Das Gepäck, wo ich immer noch der festen Überzeugung bin, dass das irgendwie zu Harry Potter gehören muss, den es aber auf dem Spiel gar nicht gibt. Auch hier eine nette Sitzecke, wer möchte sich nicht gerne in den Krakenshop setzen, macht immer Laune und Fun. Ihr merkt, es ist ein bisschen Sarkasmus. Nicht geöffnete Waren, auch das steht ja öfter mal in solchen Läden rum. Ich dachte, um das alles ein bisschen realistischer zu halten, dürfen Sie jetzt einfach mal ein paar Waren dort haben, die noch nicht ausgepackt sind. Denn ihr wisst, gutes Personal ist schwer zu finden. Da mein Lieblingsbauteil bei Planet Coaster, das Feuerwehrdach, kommt wieder zum Einsatz. Ich finde dieses Dach einfach perfekt. Es sieht geil aus. Es hat eine gewisse Struktur, die mir einfach irgendwie immer zusagt. Ich kann euch nicht mal sagen, warum das so ist. Ich mag es einfach. Es sieht gut aus. Lässt sich gut verlegen. Nein, das lässt sich tatsächlich alles gut verlegen. Aber auch wenn man es einfärbt, dann flackert es wenig. Also ich greife sehr gerne auf dieses Feuerwehrdach zurück. Nun versuche ich die Treppe da jetzt irgendwie noch zu verdecken. Das gelingt mir einigermaßen gut. Es ist halt, wenn zwei Gebäude aufeinandertreffen, dann hat man halt den Nachteil, das irgendwie hin und her zu mosern, dann wieder vom Gebäude abzutrennen und dementsprechend zu verarbeiten. Das sind so Kleinigkeiten. Das sind wirklich Aufhübschungs... Boah, schon ein Knoten in der Zunge. Aufhübschungsarbeiten, die am Ende tatsächlich einen kleinen Unterschied bringen, ohne dass das arrogant wirken soll. Aber das bringt halt so einen kleinen Unterschied. Das muss man ganz klar sagen. Denn im Detail liegt hier der Hund begraben. Sagt man das so? Ist das ein Sprichwort? Ich weiß es nicht. Dann habe ich mir so gedacht, oder meine Überlegung ist, vielleicht am Wochenende tatsächlich, also quasi jetzt, ich nehme das tatsächlich am Wochenende auf, dieses Video. Also das Video sich selber, aber die Vertonung. Überlegt, vielleicht weiterzumachen mit einem kleinen Livestream über den Heidepark. Ich weiß es nicht. Die Antwort werde ich jetzt auch nicht erhalten. Dafür ist das alles so kurzfristig. Ja, weiß ich auch nicht, ob ich das mal nochmal machen sollte. Das Problem ist halt, dass es extrem laggt und in einem Livestream wahrscheinlich nicht schön anzusehen ist. Das ist eigentlich die ganze Erklärung zum Heidepark. Deswegen existieren jetzt da oder kommen jetzt auch nicht mehr so wirklich Livestreams drüber. Weil ich einfach denke, für euch und auch für mich. Für mich wird es sehr ärgerlich. Also ich werde sehr schnell ärgerlich, wenn es anfängt zu laggen und nicht weiterläuft. Ich bin einfach so. Da könnte es dann schon mal leicht zu einem cholerischen Anfall kommen. Weil mir das einfach tierisch hingeht, wenn es nicht so läuft, wie ich möchte. Und ich weiß nicht, ob ihr dann auch so viel davon habt. Ne? So, jetzt da ärgere ich mich ein bisschen. Das hätte ich vorher machen sollen, bevor das Dach drauf ist. Das ist ja immer das Problem, wenn man irgendwie indoor arbeiten möchte, dass man wirklich durch die Kamera, also mir geht es auf jeden Fall so, wirklich ja, leicht behindert wird dort. Meiner Meinung nach. Das ist dann nicht immer so schön. So. Jetzt stelle ich das gleich irgendwann auf an und stelle fest, dass die Wagen irgendwie dort rechts durch die Wand fahren. Also nur ein kleines bisschen. Ist für denjenigen oder diejenige, die dort fährt, nicht so schön. Und von daher wird das auch nochmal korrigiert. Ja, es gibt noch ein paar Kronleuchter. Die hängen ja tatsächlich dort. Also gucken jetzt natürlich oben raus. Das hatte ich die Idee, ne? Baust ein paar Steine. Es ist ja eine alte Ruine an Burg quasi. Jetzt korrigiere ich aber nochmal. Also nicht mit den Steinen, nehme nämlich etwas kleinere Steine, viel kleinere Steine tatsächlich. Naja, weil es einfach unten rausguckt.
die Riesensteine und das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt bastel ich hier einfach einen Weg, einen neuen Eingangsweg hin, weil es ja auch so aussieht tatsächlich. Und ja, der verläuft tatsächlich auch irgendwo ins Nirgendwo. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal mit Busch tarnen könnte. Genau. Jetzt das Ganze, oh, jetzt kommen meine Kameraskills. Das ist ganz gruselig mit der Tagic Cam. Ich wollte einfach mal lang gehen und gucken, was für einen Eindruck habe ich denn. Also habe ich den gleichen Eindruck wie wirklich bei der Krake. Also ich kann es ja beurteilen, ich bin tatsächlich, boah, die Krake bin ich bestimmt schon 30 Mal gefahren. 40, 50, keine Ahnung. Und wollte einfach mal gucken, was, ja, was für einen Eindruck macht das. Jetzt nehme ich die kleineren Steine, weil mir das dann tatsächlich nicht, das sah nicht so gut aus. Für eine Ruine eignen sich die Steine tatsächlich, weil es halt immer eine andere Kontur hat. Auch hier so ein bisschen die Zwischenräume mit den Steinen tarnen, sage ich mal. Und das macht einfach, also es gibt auch so ein bisschen das Ruinenfeeling. Immer schön drehen, damit man auch immer was anderes sieht, damit es nicht immer das gleiche ist. Ja, dort jetzt endlich die Taschenabgabe. wie ihr seht, die Häuser im Hintergrund jetzt, die sind erstmal alle gleich. Da werde ich auch nochmal, ich meine, ja, das mache ich bestimmt mal offscreen. Da gibt es ja noch die alte Fischhalle, noch aus Urzeiten, als genau an dieser Stelle die Delfinshow existierte. Ja, im Heidepark gab es eine Delfinshow. Wer auf YouTube mal guckt, findet dort sogar Bildaufnahmen von der Delfinshow, wo jetzt die Krake steht. Ja, im Offscreen habe ich dort ein kleines Easter Egg eingebaut, und was ich jetzt allerdings nicht zeigen werde, nur dazu müsst ihr euch dann den Park irgendwann runterladen. Dafür sind Easter Eggs ja da. Ich baue sehr gerne Easter Eggs ein, beschäftige mich tatsächlich auch mit der kompletten Geschichte eines Parks. Das nächste Projekt für die Speedbuilds sollte, also wenn ich hier mit irgendwann fertig bin, was natürlich noch dauern wird, wird dann der Moviepark werden. Und auch dort habe ich ja, haben wir Geschichte ohne Ende. Gar keine Frage. So, ich glaube, wir kommen jetzt schon zum Ende des Videos. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und freut euch auf die nächsten Teile, denn jetzt kommen ja die, sagen wir mal, den ersten Teil haben wir ja soweit hinter uns. Verfolgt mich auch auf Twitch jeden Montag live, würde mich sehr freuen. Mein Name ist Mr. Freaks und ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Bis dann!